uns dermaßen im Weg rum. Ja, können wir machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Hof Bergmann mit dem Paul, Boxe, Simon und dem Marschierer hier im TS. Hallo. Hallo. Servus. Marschierer überhaupt da? Ja, Marschierer muss gerade ein Käffchen holen, glaube ich. Ja, wir sind zurück. Servus, ich bin gemutet. Echt gemutet. Gemutet. Ja, wir sind dabei, Baumwolle abzuernten, Pappeln abzuernten und ganz viel anderes schönes Zeug. Und ja, Paul, wie sieht's denn aus bei euch? Haha. Das ist echt geil, die Arbeit hier. Das ist abartig, wie viele Ballen da sind, hey. Also wir werden mal gucken, dass ich mit Simon heute das vielleicht noch runtergeruppt bekomme. Wir haben hier zwei Felder mit Pappeln und die werden wir heute einfach runterbekommen, glaube ich. Wir sind einmal ringsrum gefahren jetzt und haben 10 Ballen. 10 Ballen? Eine Bahn ringsrum. Eieieiei. Ja gut. Also dann müssen wir dann wahrscheinlich Unterstützung leisten. Ah, ich hab Bock drauf, ja, mit meinem John Deere wieder mal fahren. Hat ja schon wieder 2 rausgeworfen. Alter Schwede. Die Frage ist, wo bringen wir denn die hin? Sägewerk, glaub, oder? Sägewerk? Wir haben den Hackschlitz lang genommen. Warte, ich kann mal gucken, glaube ich, während der Fahren geht das, oder? Ja. Warte, und zwar werden das... Abdeckerei, Hofladen... Nee, Hofladen Schreinerei... Oh, bei den Wohnhäusern wird's abgenommen. Wohnhaus, das finde ich nicht aber gut. Da müssen wir es, glaube ich, abpacken, oder? Wie war das? Ja, irgendwie so war das. Da brauchen wir es lose. Und dann in diese Abfüllanlage rein. Und dann in diese Säcke oder sowas. Irgendwie so. Oh, da habe ich Bock drauf. Das machen wir, oder? Kannst du machen, ja. Yes. Das heißt, wir holen uns mal diesen Zerstäuber. Ne, wie heißt das? Also ich würde erstmal sagen, wir sammeln erstmal alle am Hof. Ja, das würde ich auch sagen. Dann in aller Ruhe mit das ist eine geile Idee. Weil ansonsten werden wir nicht fertig. Dann brauchen wir 10 Leute hier. Das stimmt. Also wenn ihr jetzt in der gestrigen Folge, liebe Leute, irgendwas in die Kommentare geschrieben habt, was uns noch fehlt, vom alten Spiel schon zum jetzigen, dann müsst ihr bitte ein bisschen warten. Wir werden das anschauen, aber wir nehmen für die ganze Woche im Vorhinein auf. Und somit kann es schon mal sein, dass wir Sachen vergessen haben oder... Wir werden das für die nächste Woche dann mit reinnehmen, kein Problem, aber jetzt im Moment lohnt sich das jetzt nicht, jede Folge das so runterzuschreiben, theoretisch. Hast du eigentlich gesehen, Simon, dass das Ding Pflegebereifung drauf hat? Hinten. Vorne auch, doppelt. Ah ja. Habt ihr überhaupt schon mal einen Ballen rausgeschoben? Nein. Nein, bis jetzt noch nicht. Das, also, ach du Schande. Wir haben eine Anzeige, die geht bis 100% und wenn die auf 100% ist oder kurz davor, dann kommt eine zweite Anzeige unten und dann sind 100% auf einmal 25% eines Ganzen. Das heißt, ihr könnt 4 Ballen transportieren? Nee, ich glaube einfach, dass das einfach zu einem großen Ballen zusammengepresst wird. Ich glaube, okay. Kann das vielleicht sein, dass das obere die Image in der Vorkammer ist? Ja, ich glaube schon. Und darunter ist die Hauptkammer? Ja, ich glaube schon, dass es so ist. Also wir werden da nicht so viele Ballen sehen, Paul. Ist ja langweilig. Oh, ich bin voll. Ja, wie immer am Wochenende. Die Rundball-Extension bin ich schwer dafür. Ja, lohnt sich jetzt nicht mehr. Ja, ich meine nur für die Zukunft. Achso, ja, können wir auf die To-Do-Liste schreiben. Wenn wir dann mehr Rundballen machen wollen, wäre das durchaus sinnvoll. Ja, also theoretisch ist es geplant, dass wir mehr Rundballen machen, wenn dann die Quadrant, oder wie heißt die? Quadrant? Quadrant ist die Quaderballenpresse. Ah ne, die Roland, Entschuldigung. Ja, die Univrap. Ja. Ist die du wahrscheinlich meinst. Also wenn auf alle Fälle wir eine Presswickelkombination haben mit Rundballen, dann macht das auf alle Fälle Sinn. Mhm. Oh, der hat aber einen guten Wenderadius. Der ist super. Also das haben der dreht fast auf der Stelle. Hey, du fährst 20 Meter, das ist scheiß Ding voll, das ist ja abartig. Ist auch richtig, also Paul, ich kann mich hier vor Spannung kaum halten. Es ist echt cooler. Boxer. Brutal. So spannend. Es ist halt einseitige Arbeit, ne? Aber es muss auch gemacht werden, Jungs. Klar, ja, gehört das dazu. Einseitig, das Ding fährt auch wirklich einseitig. Ja, das ist sauer. Wir fahren zumindest 10 km/h. Wie schnell fahrt ihr denn? 8. Ach du Scheiße. Na ja, gut. Und die Bahn ist vielleicht, 5 mm? Nein. Nein, 2 Meter, 2,5 Meter, sowas. Na komm, raus mit. Ich glaube, bei mir kommt was raus. Guck mal. Guck, ich lass meine Presse mal wieder da kurz stehen. Ich sammle mal Ballen ein, dass du fahren kannst. Was Ballen? Das ist einer. Das ist einer. Bei mir kommt Ball raus.
Ja, das geht vollautomatisch, du kannst einfach weiterfahren. Paul, arbeitest du mit GPS hier? Im Moment noch nicht. Das ist auch irgendwie sehr... Simon, da tut sich was. Wenn da hinten so eine Ablage hinten dran. Ja, ich weiß, die muss man noch ein Knöpfchen drücken, damit das runtergeht. Ich warte mal, bis Paul da ist. Was? Ja. Ich bin nicht da. Okay. Ich muss hier gucken, dass ich die Ballen weg. Aber warte mal, dann legen wir die auf die andere Seite ab, Simon, okay? Sonst kann Boxer nicht weiterfahren, wenn ich hier nicht. Blindenpassagier, okay. Ich habe nur ein Gegengewicht aufgebaut hinten. Achso, dass die Hinterachse noch mehr belastet ist? Ja, ist richtig. Okay. Eieieiei. Boxer, warte kurz, ich komm. Bevor du die Ballen wegschiebst. Achso, bist du nicht auf der anderen Seite gewesen? Ja, ich muss hier aber auch noch Ballen wegräumen. Achso. Wollt ihr die in der Mitte des Hofes reinparken? Das reicht nicht, du musst die irgendwo außerhalb lagern. Dann haust du doch in die Siloanlage rein. In diese betonierten Silos. Betonierten Silos? Ja, gegenüber vom Regal. Ich hab jetzt schon 20 Ballen dabei. Wir sind gleich viermal außen rum gefahren. Das reicht locker da hinten drin. Na, Simon? Machst du Lüftung oder was? Ja. Dicke hier. Das ist abartig. Scheiße, da liegt noch einer im Gebüsch. Oh Mann! Hätte ich nicht gedacht, dass du so viel rauskommst. Also, ich kann mich nicht beklagen. Wir haben bis jetzt zwei Ballen raus. Unfassbar. Weißt du, was das... Ja, weiß nicht. Vielleicht kann ich einen Sattel schieben. Aber der ist jetzt genau gleich vor meinem... Ach, du schiebst sie an eine Seite? Ja, wenn ich sie losschiebe, dann rollen sie wieder überall rum. Dann du steigst aus und... Geil. Wo sollen wir denn hinlegen? Ich würde sagen, hier. Sag's nicht so laut, Mann. Egal, alles gut. Hinterrollen sie auf den Start. Dann sehen die Jungs auch mal einen richtigen Ball. Die machen eh nur Quatsch, so wie ich das höre. Nein. Simon, ich habe einen Plan. Das ist unglaublich hier. Für jeden Ball ein Schnäpschen. Was ein Plan? Oh nee. Wir machen jetzt noch beide, bis wir jeweils einen Ball hinten raushauen. Und danach macht einer weiter, weil es bringt nichts, wenn wir zwei halbvolle Ernte dann haben, weißt du? Wenn wir die dann zurückgeben. Falsche Taste. Ich finde mich hier nicht mehr zurecht. Was ist denn los, Paul? Ich bin auch so in die Pappel reingelaufen. Oh, nee. Vermisstanzeige, der Paul ist weg. Das ist abartig, was ist das? Ja, Pappeln, aber das mit den Wohnhäusern klingt wirklich interessant. Boxe, du fährst die andere Seite, ich fahr mal die Ballen hier weg. Ist ja schlimm, hey. Wir rollen die Ballen hinterher. Fährst du wieder auf der anderen Seite hoch, das sind keine Ballen. Dann mache ich hier mal kurz sauber. die sehen aber echt schnieke aus, die Ballen, die Baumwolle. Sieht gut aus, ne? Mhm. Mit dem lustigen gelben Bändchen. Das ist Folie, weiß egal. Rotes Schleifchen. Ja. Für Weihnachten. Mehr gibt's nicht. Mal gucken, was so ein Ballen wert ist. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie viele Liter wir da reingeballert haben jetzt. Warte mal, guck mal nach. Wo ist denn der Preisliste für die Baumwolle? Wie sieht denn Baumwolle aus überhaupt? Das ist die, ich glaube, es ist ähnlich wie Raps oder sowas. Achso, das hier. 900. Wir haben einen Verkaufspunkt, die Weberei. 985. Preis ist fallend. Frag mich nie warum. Mal stellen wir uns erstmal irgendwo in eine Ecke. Ja. Oh, ich bin dran vorbeigefahren. Ah, die Felder werden kürzer hier.
Schande, hey. Wir sind jetzt schon bei fast 30 Ballen. So, gut. Ja, moin. Wir sind bei 2. Also ich würde behaupten, wir haben vielleicht von der Gesamtfläche, warte mal ganz kurz, wenn es hochkommt, 10%, oder? Läuft. Die Frage ist dann natürlich auch, wo sind diese Wohnhäuser, ne? Wohnhausfamilie Meier, Müller, Ritter, Schreiber, Schröder. Das steht, glaube ich, dann vorne dran immer. Sind die? Oder muss anklingeln. Ja, ich habe ja was mitgebracht für Sie. Wo kann ich das abladen? Die Frage ist, ob wir so einen Ball nicht komplett in die Abfüllanlage reinwerfen können. Das müssen wir mal probieren. Da müssen wir testen, ja. Aber haben wir irgendwas, was so hoch rauf geht? Den Radlader, der Torion. Ja, aber den wieder runterfahren extra deswegen. Du wolltest doch die Baumwolle verladen damit. Ja, wenn du den Anhänger gekauft hast und wir nicht so viele Ballen haben, können wir das auch mit dem machen. Der ist nur gemietet. Ja, dann nehmen wir den. Da gehen 2 Ballen drauf, glaub. Ja. Aber der Torion brauchen wir an der BGA im Moment eh nicht, also können wir ihn sowieso runterfahren. Das machen wir mal irgendwas fertig und dann schauen wir mal weiter. Simon, ich würde sagen, wir nehmen den gleichen Kurs wie das andere Feld, oder? Ja. Wird zwar nicht zu 100% passen, aber... Ja, ja. Warte, die Pass wird passend gemacht, ne? Hab die erste Ladung mit 24 Ballen abgeladen. Könnte lustig werden. 24 ist ja nix. Wie hat man das früher eigentlich gemacht? Mit einem Häcksler, oder? Was denn? Diese Pappeln. Da gibt es einen Häcksler dafür, der es ernten kann. Ja, also okay. Ich überlege tatsächlich, ob wir das machen sollten damit. Also was? Jetzt kommen wir mal noch ein bisschen weiter, das ist ja easy. Wenn wir euch da gleich helfen, dann geht das schon voran. Okay. Wenn irgendeiner noch mithilft, der abräumt, wenn wir 2 Ballen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt in dieser Folge das hier noch fertig. Und dann sehen wir in der nächsten Folge schon bei euch. Wir sind ja auch menschlich, ne? Also im Prinzip ist hier einer eigentlich nur mit Abfahren beschäftigt. Ja, selbst wenn nur eine Ballenpresse fährt, ist abartig. Oh, der Kurs passt hier. Epic. Der ist wirklich klein und wendig, ich hätte mir echt nicht gedacht, ne, aber... Das ist ja unglaublich. Aber das sind genau die Sachen, Paul, weißt du? Woher willst du es denn wissen, wenn du es nie machst? Ja, yeah, alles gut. Das ist immer... Ich finde das gerade phänomenal, ich mache das irgendwie gern, sowas. Aber ich weiß jetzt auch, warum die Zuschauer geschrieben haben, keine Pappeln. Ja. Das ist halt ein bisschen einseitig für die Zuschauer zum Anschauen, das ist schon richtig. Aber ja, guck mal, morgen seht ihr dann jede Menge Pappeln und dann schauen wir, wie es weitergeht. Alles wenn gut. Wenn du mit Seasons spielst, dann ist es für den Winter nicht schlecht. Ja, zum Beispiel. Hast genau. Du was zu tun. Vor allen Dingen brauchst du es auch für alle möglichen Produktionen in dieser Fachschiebe. Das bringt mich tatsächlich zu einer weiteren Frage, die sicherlich gestellt wurde, warum wir nicht mit Seasons spielen. Weil die Hof Bergmann wäre jetzt ja Seasons ready. Wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, dass wir sehr viel flexibel machen. Das heißt, wenn wir Bock haben auf das, dann machen wir das. Wenn wir Bock haben auf das, dann machen wir das. Und das ist halt mit Seasons fast nicht machbar. So. Und deswegen ist es uns lieber, wenn wir die Sachen so machen, wie wir das gerne hätten und Seasons da erstmal weglassen. Noch dazu kommt, dass das Projekt hier nicht wirklich ein, wie soll man sagen, Realitätsprojekt ist. Nee, also kein Hardcore-Dingens. Nee, das auf keinen Fall. Weiter geht's mit Pappeln ernten. Yay. Yay. Ich finde das schon irgendwie lustig, diese Presse. Ja, ich glaube, Boxer sieht das ein bisschen anders. Doch, ich find's spannend. Oh, ich find's auch spannend. Was? So schlimm ist es noch nicht. Aber jetzt ein Schnappes dabei wird gut tun. Oh Gott. Boxer wird. Ja, LS bringt dich zum Wegkippen das Zeug, ne? Nein, alles gut. Paul, hallo, da bin ich wieder hinter dir direkt. Ich räume extra die Ballen für dich weg.
Also die andere Seite sieht sehr schlimm aus. Also ach, wie viel hast du hingeschmissen? Nee, ich meine vom Ernten. Also das ist ja hier sauber geerntet, aber die andere Seite... Ja, yeah, da müssen wir mal aufräumen, das geht gar nicht. Ich freue mich schon für unsere Schafe. Ja? Ja. Im Prinzip können wir das jetzt dann bald anfangen, ne? Vom Geld her. Können wir machen, also da ist, spricht nichts gegen, ja? Kredit haben wir auch alles zurückbezahlt, ne? Da sind wir auch. Kann einer zwischendurch mal Schafe und Ziegen holen oder wie auch immer? Ja, das schauen wir dann, das ist nicht so stressig. Nö. Da gibt's wohl auch irgendein Wollballenlager in dem Schafstall drin. Ah, das ist gut. Hab ich der Changelog entnommen. Ja, ich lese die auch alle Changelogs. Mhm. Ah, das schon, die ist schon geil, muss ich sagen. Nicht sehr spektakulär, aber hat schon was. Halt ein fahrendes Haus. Ja, das stimmt. Das ist halt wie in Amerika, ne? Hast du alles dabei, immer und jederzeit. Ich denke mal, in Real-Life ist es wahrscheinlich ein fahrender Kasten. Ja. Gut, aber für heute sind wir fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das heißt, wir werden jetzt keine Baumwollernte mehr sehen. Das heißt, wir werden morgen dann zu dem Papel überschwappen oder Schafe kaufen. Mal schauen, was ansteht morgen. Aber für Baumwolle erstmal hier. Das war's. Bis morgen, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.